Im heutigen Video müssen wir mit jeder legendären Karte in Clash Royale gewinnen. Dabei müssen wir 6000 Trophäen erreichen und für jeden Turm, den wir verlieren, müssen wir eine legendäre Karte ziehen. Die ist sogar dran! Die holt den Turm! Ich hab die Lace! Oh, da ist die legendäre! Lol! Ich hab keine Idee, bitte klappt das. Hey Leute, ich bin endlich wieder zurück mit regelmäßigen Clash Royale Videos. Die letzten Wochen war ich ziemlich viel unterwegs auf einige Events und habe eben auch etwas Urlaub gemacht, aber jetzt kann ich eben wieder alle 2 Tage ein neues Video für euch bringen und heute starten wir direkt wieder rein mit einer ganz besonderen Challenge, wie ich mir ausgedacht habe. Denn wir sind aktuell kurz vor den 6000 Trophäen und hier auf unserem Pay-to-Win-Account haben wir einfach mal jede legendäre Karte auf maximalen Level, also Level 13. Und das wollen wir heute für eine ganz besondere Challenge ausnutzen, denn wir müssen heute jede legendäre Karte in Clash Royale spielen, müssen uns 3 verschiedene Decks bauen und müssen es eben schaffen, mit allen Decks zu gewinnen. Für jeden Turm, den wir verlieren, müssen wir eine legendäre Karte ziehen und wir brauchen eben 3 Siege, um auf 6000 Trophäen zu kommen. Wird also spannend werden. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein, müssen erstmal uns gescheite Decks zusammenbauen. Das ist ein bisschen random, was wir haben. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich hoffe, ihr freut euch auf die regelmäßigen Videos und auf Streams, die auch wieder auf Twitch kommen werden. Und wie immer könnt ihr mich unten im Shop supporten mit Creator-Code Jonas. Let's go! Ha? Und wie immer könnt ihr mich unten im Shop supporten mit Creator-Code Jonas. Ich kotze, ich krieg's nicht hin! Und wie immer könnt ihr mich unten im Shop supporten mit Creator-Code Jojonas. Vielen Dank für den Support und jetzt let's go und wir bauen uns erstmal ein paar Decks zusammen. So, wir sehen hier schon mal einfach ein paar Karten, die ich reingeworfen habe. Das Deck kostet 4,9 Elixier, ist viel zu teuer, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dran arbeiten. Okay, wir nehmen Sparky raus und packen Inferno-Tafel rein, dass schon mal ein bisschen günstiger wird. Und wir müssen uns am besten auf eine Win-Condition festlegen pro Deck. Okay, wir haben Widerreiterin, Friedhof und Lavahorn vor allem. Das sind eigentlich die 3 Win-Conditions. Beim ersten Deck setzen wir, würde ich sagen, mal auf Widerreiterin. Dann haben wir noch einen Holzfäller, da kannst du zusammen mit der Widerreiterin ziemlich stark werden. Okay, erstes Deck und wir haben jetzt hier ein Mega-Ritter-Deck mit Widerreiterin. 3 Truppen auch zum Feuerball baiten so ein bisschen. Es wird hoffentlich klappen. Eine Sache müssen wir noch machen, extra für das Video. Craden wir die Widerreiterin auch auf maximales Star-Level ab. Dann haben wir jetzt sogar alle Truppen nicht nur auf maximalen Level, sondern wir haben auch die maximalen Star-Level-Skins. Let's go, erstes Game. Okay, auf geht's. Ich habe die letzten Wochen nicht besonders viel Clash Royale gespielt. Ich hatte unter anderem aber ein großes E-Sports-Event, was ich gecastet habe. Habt ihr vielleicht mitbekommen, mit den besten deutschsprachigen Spielern. Da wird vielleicht auch ein Highlight-Video dazu kommen, aber gespielt habe ich jetzt nicht allzu viel. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Gegner spitten Eisgolem. Wir haben... Okay, wir haben beide Magieschütze. Das Problem ist, wir haben natürlich schon mal keinen großen Spell. Das kann ziemlich hässlich werden, aber wir werden es eben sehen. So, log erstmal rein. Hat direkt ein Lightning. Meine Truppen kommen zu spät. Das ist übel kacke. Ich hab direkt die Lace. Ich sehe es schon. Ich hab Delays. Oh, das ist mega kacke. Ich hab direkt im ersten Game Probleme mit dem Internet. Ist gar nicht gut. Holzfäller drauf. Oh, das ist überhaupt nicht nice. Okay, wir haben direkt einen Konter. Okay, bitte klappt das jetzt einfach. Okay, er bringt immer Küre rein. Ich bin Gewitterreiterin. Ich hab Delays. Was ist das denn jetzt? Und meine Stimme verkackt übel. Ich habe vielleicht zu viel rumgeschrien die letzten Tage. Ich weiß es selber nicht, aber die Gewitterreiterin ist dran. Das ist sehr gut. Okay. Die Verbindung ist nicht die beste. Wir haben trotzdem einen guten Start hingelegt. Der Lightning war deutlich zu aggressiv vom Gegner. Wir könnten auch Magieschützen bringen. Ich lasse es aber erstmal. Wäre, glaube ich, zu viel Elixier. Und der Gegner war viel zu aggressiv. Direkt das erste Game sieht eigentlich ziemlich gut für uns aus. Okay, Gegner bringt einen Riesen. Wir haben jetzt gerade nicht die allerbesten Antworten. Wir können erstmal eine Mutterhexe nach hinten bringen und haben dann erstmal einen Inferno-Drachen gleich auf der Hand. Das sollte eigentlich ziemlich gut passen. Ich meine, wir sind allgemein... Oh, das ist sehr gut für uns. Wir sind allgemein jetzt nicht so schlecht gegen Tanks, außer halt vielleicht eine Elektrokarte. Wenn er jetzt einen Elektromagnet hat, habe ich verkackt, bitte nicht. Wenn er keinen hat... Er hat einen Lightning, das geht in Ordnung. Das geht echt in Ordnung. Was wir jetzt machen könnten... Wir bringen noch einen Holzfäller davor, genau. Machen damit das Druck, genau. Der Holzfäller ist hoffentlich vorne dran. Und jetzt auf beiden Seiten. Sehr gut aus. Okay, wir haben jetzt links die Widerreiterin und rechts den Inferno-Drachen. Den hat gerade noch so gedefft bekommen, aber links sind wir jetzt eben voll dran. Hat einen Tornado. Der Tornado reicht nicht aus gegen Widerreiterin. Okay. Wir sind dran. Es reicht aber noch lange nicht aus für das 1-0. Aber die Overtime wird es gut für uns werden, weil wir ein relativ teures Deck haben. Wir bringen erstmal Magieschützen nach hinten und schauen erstmal. Was macht der? Er macht gar... Gibt der auf? Er gibt nicht. Okay, er gibt leider nicht. Ich hoffe immer, dass die aufgeben, aber leider nicht ganz. Wir gehen voll rein. Er hat einen Sparky. Kacke. Spring, spring. Nein, er hat einen Kite auch noch. Okay, wird hässlich werden jetzt, okay. Was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich am besten Druck, würde ich sagen. Wir gehen jetzt voll rein, wir bringen auch einen Holzfäller. Wir gehen jetzt auch nicht zu offensiv, dass wir noch deffen können. Genau, der Inferno, Holzfäller, Holzfäller. Das muss gut werden jetzt, bitte. Wir können gleich einen Elektromagier draufbringen, sollte eigentlich passen. Der hat den nächsten Riesen, nein! Der hat den nächsten, gar nicht gut, egal, komm. Was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir bringen jetzt noch einen Log drauf, muss eigentlich ausreichen, ja. Und die Widerreiterin slowt das Ganze, sehr gut. Die Widerreiterin ist so stark. Die ist sogar dran, die holt den Turm. Okay. Geiles erstes Game. Das soll es gewesen sein. Da bringt nochmal einen Lightning, können noch einen Holzfäller bringen. Ist relativ egal, wird einen Turm noch kriegen sogar. Ist egal. Puh. Und damit gewinnen wir das erste Match, aber wir haben auch einen Turm verloren, was mir gerade erst auffällt. Das heißt, wir müssen auch schon mal die erste legendäre Karte ziehen. Ja, ich mache einfach ein paar Kisten. Oh, da ist die legendäre. LOL!
Meine Stimme. Habe ich zu viel geschrien die letzten Tage? Ich weiß es nicht. Okay, Sparky, sehr geil. Wir haben den ersten Sieg, wir brauchen noch zwei Siege für die 6000 und müssen zwei weitere Deck bauen. Okay, zweites Deck. Dieses Mal machen wir, würde ich sagen, Lava-Hund. Friedhof heben wir uns für den Schluss auf. Friedhof bin ich noch am besten, würde ich sagen. Lava-Hund eigentlich immer mit Tunnelgräber. Okay, also die ersten vier Karten sind Lava-Hund, Tunnelgräber, Fischer und Nachthexe. Wir müssen halt auch Karten verwenden, die wir nicht so gerne verwenden wollen, denn wir müssen für die Challenge alle Karten in allen Decks spielen. Okay, wir brauchen noch eine Karte. Den Sparky heben wir uns für Friedhof auf, weil Lava und Sparky wäre halt echt dumm, glaube ich. Okay, das Deck ist das hier. Wir haben versucht, so alle Karten einzubauen, die wir noch nicht gespielt haben. Wir haben jetzt Lava und Tunnelgräber, Inferno-Drache, haben so ein bisschen Spam, Nachthexe. Wenn das klappen wird, mal schauen. Okay, NBM, auf geht's. Wenn wir gewinnen, brauchen wir ein Spiel für die 6000. Wir sollten am besten keinen Turm verlieren. Jeder Turm gleich eine legendäre Karte. Okay, wir starten mit Lava und ich weiß, es ist dumm, aber ich will jetzt auch nicht ewig abwarten. Oder bringt Prinzessin. Das ist ganz gut. Okay, Prinzessin kann Lockbait sein, kann einiges sein. Oh mein Gott, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf das Deck. Nein! Und wieso ist meine Stimme so am Arsch? Was habe ich gemacht? Habe ich so viel geredet die letzten Tage? Ich weiß es nicht. Egal. Wir kriegen schon mal ordentlich Schaden. Der Fischer hat zumindest ein bisschen was abgewehrt. Und die Bandite wird normalerweise charged. Na, Wächter, okay, das geht in Ordnung. Was wir jetzt machen können, ist eigentlich abwarten, gleich irgendwie einen Holzfäller oder sowas bringen. Er hat noch einen Ich kotz! Was hat er denn noch alles? Wir bringen einen offensiven Holzfäller. Ich hoffe, es klappt einigermaßen. Es war halt so offensiv. Wir hätten halt nicht so offensiv direkt mit dem Lava und starten dürfen, aber eventuell. Der Holzfäller, bitte. Der Holzfäller. Oh, okay. Er hat noch einen Feuerball gebracht, aber es geht eigentlich schon in Ordnung. Wir gehen weiter offensiv rein. Das ist eigentlich kaum Elixier. Der Wutzuber ist auch noch getroppt, der könnte kurz helfen. Der ist ganz schnell am Turm jetzt. Der ist dran. Er hat nichts, er hat nur ein Sepp. Das ist sehr gut. Es war ziemlich schlau, gerade sehr offensiv zu gehen, weil wir eben wussten, dass er eben gerade wenig Elixier hat. Aber der Lava war trotzdem dumm. Aber ich will halt nicht abwarten. Ich finde es total langweilig abzuwarten bei solchen Challenges, weil das will sich halt niemand anschauen, wenn ich halt 2 Minuten abwarte, wisst ihr? Ich kann es natürlich rausschneiden, aber trotzdem. Also, wir haben halt nicht besonders viel gegen die Elite-Barbaren. Echt schwierig, aber ich glaube, es geht sogar klar mit dem Fischer jetzt hier. Der hält ordentlich was aus, okay. Also den Lava können wir eigentlich fast nicht einsetzen. Das ist echt schwierig. Er hat zu viel gegen Lava-Hund. Also vor allem wegen Inferno-Drache. Wir haben auch nichts zum Zurücksetzen oder so. Wir machen das folgendes, wir machen das hier. Ich habe keine Idee, bitte klappt das. Bitte! Komm! Feuer, oh, guter Feuer. Er trifft nicht, das reicht nicht. Okay. Der Turm ist weg normalerweise und die Prinzessin auch. Okay, das ist 1-0. Ich will auf gar keinen Fall jetzt den Turm verlieren. Ansonsten wieder für eine weitere legendäre Karte. Wir bringen erstmal den Lava noch hin. Ich kann kaum reden, ich weiß nicht warum. Tut mir echt leid. Ich hoffe, meine Stimme ist auch nicht zu unangenehm zum Hören. Wir bringen schnell einen Fischer. Fischer, nein, auf die... Oh, auf den Hawk, Kacke. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein faires Problem. Okay, das ist gar nicht gut gelaufen. Das war gar nicht gut für... Oh mein Gott, wir verlieren gerade. Wir dürfen auf gar keinen Fall verlieren. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. Was wir jetzt machen müssen, ist offensiv gehen irgendwie. Ich bring mal auf die Prinzessin direkt was. Er bringt einen guten Feuerwehr, kann er gerne machen. Er bringt direkt einen Holzfäller rein, würde ich sagen. Die Bandite ist auch noch am Start. Der Königsgeist, komm bitte. Das muss ausreichen. Es muss ausreichen, bitte. Ich kann es nur hoffen. Er bringt einen Sepp. Das reicht nicht, komm bitte. Einfach rein spammen. Das reicht, oder? Okay, wir haben den Turm. Boah, also muss ich wirklich sagen, das Deck ist echt sehr, sehr rare. Oh mein Gott, Fischer schnell. Kein Problem. Nein. Oh, wir haben 3 Kronen. Das Deck ist ja random zusammengestellt gewesen. Wir haben es trotzdem geschafft, haben einen Turm verloren und brauchen noch einen Sieg für die 6000. So, auf geht's. Nächste legendäre Karte. Wir haben hier noch eine legendäre Königstruhe im Trophäenpfad. Bekommen auch ein paar Sachen, die wir noch brauchen. Eigentlich ganz praktisch. Kriegen auch den Kobaltbohrer. Und jetzt hoffentlich eine geile legendäre. Ich wünsche mir... Achso, ich habe eh alles merkt. Stimmt ja. Ist eigentlich lost. Egal. Wir kriegen Holzfäller, kriegen zumindest extra Gold und müssen jetzt das letzte Deck bauen von den 6000 Trophäen. Okay, das letzte Deck muss auf jeden Fall Friedhof und Sparky beinhalten. Und wir hatten auch noch eine weitere Karte nicht. Nee, okay. Okay, jetzt sollte es eigentlich stimmen. Wir haben Sparky, Friedhof, Eismagier, Prinzessin. Das sind alle Karten, die wir jetzt, also alle legendären, die wir auch spielen konnten. 4 Karten bleiben noch übrig. Das Deck sieht ziemlich kacke bisher aus. Mal schauen, was ich rausholen kann. So, wir haben jetzt hier das Deck. Ich habe keine Idee, was ich jetzt hier gebaut habe. Ich habe jetzt hier einfach noch versucht, das Deck ein bisschen günstiger zu machen. Noch ein Holz rein, ein paar Truppen, die auch einen Feuerball rausbeten können. Oder einen großen Zauber. Wir brauchen 4 Trophäen, noch einen Sieg. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Entscheidendes Spiel um die 6000 Trophäen im Duell gegen Peru Lima. Okay, ist nicht die Hauptstadt von Peru Lima? Nee. Wir starten hinten mit einer Prinzessin erstmal und er bringt eine Walküre. An sich haben wir ein relativ teures Deck, also wäre es besser für uns ein bisschen abwarten zu spielen. Und normalerweise... Das ist ein Koboldbohrer. Oh nee, kacke, gar kein Bock. Er hat den King Tower aktiviert. Er hat den... Oh mein Gott, das ist so gut. Er hat einen Pfeil, okay, egal. Er hat den King Tower direkt... Okay, das ist ein Riesenvorteil für uns. Das sollte uns eigentlich extrem helfen. Ist er ein Wutzuber? Ja, sehr gut, genau. Das sollte uns eigentlich extrem helfen, mal schauen. Der ist ein Wutzuber, kann schön alles wegstern, genau. Okay, also mit dem Start eigentlich sind wir unaufhaltsam, mal schauen.
Er hat noch Wächter, das ist völlig in Ordnung. Wir können es eigentlich direkt den ersten Spark hier nach hinten bringen und so versuchen, einen Push aufzubauen. Ich weiß auch nicht genau, wie das Deck funktionieren soll. Ich meine, wir haben eigentlich keinen richtigen Tank im Deck. Normalerweise bräuchten wir einen Riesen, einen Ritter vielleicht, einen Mega-Ritter oder sowas. Ich glaube, ich versuche einfach Sparky Friedhof oder sowas. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also das war geschickt von ihm. Da haben wir eigentlich eine gute Hexenmutter und der Sparky dreht sich auch um. Und ich glaube, jetzt wird es extrem hässlich für ihn, weil jetzt werden auch nicht... Genau, der Sparky wird nicht schießen, aber jetzt haben wir noch eine Hexe und haben zwei Picklets. Und die sind noch im Start. So, Wider... Ja, hat keine Chance. Widerreiterin kommt rein. Wir sollten eigentlich jetzt gute Aussichten haben. Er blockt es aber noch relativ gut. Wir müssen auch noch deffen. Wir machen sehr viel Schaden. Das ist ein guter Start. Das sieht extrem gut für uns aus. Wir müssen es eigentlich nur noch defensiv bleiben. Am besten auch keinen Turm verlieren, weil jeder Turm bedeutet auch eine weitere legendäre Karte. Ich hätte es hier vielleicht loggen sollen. Wir kriegen zwar Hitze, aber ist in Ordnung. Wir lassen bewusst Schaden zubringen, meine Prinzessin in die Brücke an der Stelle. Wir haben aber viel Schaden bekommen. Okay, wir sind in der doppelten Elixierphase. Jetzt sollten wir eigentlich unschlagbar sein. Wir haben den King Tower aktiviert, wir haben einen Schadensvorsprung. Okay, er geht auf der anderen... Okay, also was machen. Er geht auf die andere Lane. Ah, es ist gut, wie er es macht. Oh mein Gott, okay. Wir müssen eigentlich offensiv jetzt gehen. Müssen wir offensiv gehen, bringt nichts. Ah, oh, das tut weh, aber es sollte klar gehen. Der Elektro macht ja noch einen Schuss. Sehr gut. Sparky! Schießt. Das sollte eigentlich ausreichen. Aber wir kriegen den Turm nicht. Das ist kacke. Sparky, schießt bitte noch einmal. Okay. Schwierig. Schwieriger, als ich dachte. Also dieser Sparky-Push ist halt echt absolut lost. Muss man wirklich so sagen. Aber ich glaube, die Defense sollte funktionieren. Wir können es einfach hier... Genau, Elektro mal hier bringen. Das passt. Wir kriegen wieder Schaden, wir liegen hinten. Das ist, ich muss echt besser spielen, glaube ich auch. Wir dürfen auch, glaube ich, keinen offensiven Sparky mehr bringen, der ist lost. Wir gehen jetzt einfach rein. Wir versuchen es. Ich bringe ein Log Predict auf die Wächter, genau. Prinzessin, die können es machen. Komm, Prinzessin, bitte ran. Geh ran. Prinzessin, kommt an den Turm. Sie ist dran, sie ist dran. Eismagier auch. Prinzessin? Nein. Es reicht nicht. Es reicht nicht! Nein! Okay, 216. Nein, nein, jetzt. Ich verliere jetzt nicht deswegen. Ich verliere jetzt nicht deswegen. Nein, 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 nein. Ich muss loggen, schnell. Ich logge auf jeden Fall noch, so und sich. Okay, wir liegen vom Schaden vor. Wir können es schaffen, wir können es schaffen. Komm, jetzt. Die sind im Wutzimmer, die schaffen das. Komm, im Wutzimmer. Ich bringe. Ja, war dumm, oder? War das dumm? Ich glaube schon, egal. Komm, Skelette, irgendwas muss rankommen. Widerreiterin defensiv, egal. Ich habe Elektromagier gleich. 20 HP. Komm, bitte, das muss ausreichen. Ein Skelett, let's go! Und damit haben wir die Challenge gewonnen und haben es sogar geschafft, im letzten Game keinen Turm zu verlieren. 6000 Trophäen, nur mit legendären Karten auf Level 13. Das war die Challenge. Ich habe mich ein bisschen dumm angestellt, muss ich ehrlich sein. Wir haben einige Ziele für die nächste Zeit. Wir wollen unter anderem natürlich den Pay-to-Win-Account weitermachen, wollen ein neues Projekt starten, wollen viele Openings machen, wollen viele Challenges machen und auf Dauer will ich auf jeden Fall auf die 8000 Trophäen wahrscheinlich in der nächsten Season kommen, also auf ultimativer Champion. Wird also spannend werden. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Danke für den Support. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, dass es eben die Pause vorbei ist und wieder mehr Videos kommen. Schaut gerne im Abstand vorbei. Dort sind die Playlists und weitere Videos verlinkt. Haut rein, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ja, ciao.